So, meine Lieben, und weiter geht's mit Teil 3. Ich fange wieder mit Creme an. Nehme das auf die Nadel. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Drehen das Ganze. So, jetzt kommt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Also hier vorne. Und dann in jedes Stäbchen ein Stäbchen. So. 3 Luftmaschen. Und wir machen die 3 Luftmaschen mit einem Stäbchen auf das nächste Stäbchen fest. 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. 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 Stäbchen hier auf das erste Stäbchen von dem ganzen Paket. 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen hier in das letzte Stäbchen von dem Paket. Das heißt, wir überspringen diese 3 Stück und stechen jetzt in das vierte ein und setzen ein Stäbchen. In die große Lücke kommen jetzt insgesamt 8 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Stäbchen in das erste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen in das letzte Stäbchen von dem ganzen Paket. Das heißt, wir überspringen wieder die 3 Stück und gehen hier in das letzte Stäbchen rein und setzen ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen. So, jetzt geht es hier über diese Abteilung so weiter. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, bis hier rüber. Stäbchen hier rein, 3 Luftmaschen, Stäbchen da rein, 8 Stäbchen, 1 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 1 Stäbchen. Und so arbeiten wir uns jetzt diese Runde weiter und wir sehen uns dann gleich zur nächsten Runde. So, und diese Runde beenden wir. Ich habe jetzt hier nochmal meine 3 Luftmaschen gemacht. Mit einem Stäbchen hier vorne in das erste Stäbchen. Und jetzt kommt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und auch hier vorne in den Rand. Und noch ein zweites in den Rand. 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir drehen das Ganze. Wir häkeln jetzt hier vorne
Also zwischen das erste und das zweite Stäbchen häkeln wir jetzt 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. In das zweite Stäbchen kommt ein Stäbchen. Wir machen 3 Luftmaschen. Wir drehen das Ganze. Wir häkeln jetzt hier vorne, also zwischen das erste und das zweite Stäbchen, häkeln wir jetzt 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. In das zweite Stäbchen kommt ein Stäbchen. Wir machen 3 Luftmaschen und machen diese Luftmaschenkette in das letzte Stäbchen fest. Das heißt, diese 3 Stäbchen überspringen wir und in das Stäbchen machen wir ein Stäbchen. Drei Luftmaschen und ein Stäbchen ins nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen, Stäbchen. Ne? 3 Luftmaschen, Stäbchen. Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, auf das erste Stäbchen unseres Paketes. Wir sind wieder hier angekommen. So, jetzt häkeln wir uns wieder in die Mitte. Das letzte Stäbchen zählt nicht mit. Wir haben jetzt hier insgesamt 8 Stäbchen. Also häkeln wir uns jetzt 4 Stäbchen nach oben. 1, das erste Stäbchen hier zählen wir auch nicht mit. Wirklich erst ab dem 1, 2, 3, 4, eine Luftmasche. Und 4 Stäbchen wieder nach unten. 1 Stäbchen. So haben wir jetzt hier in diesem Paket insgesamt von hier aus gezählt 5 Stäbchen, eine Luftmasche und 5 Stäbchen. Jetzt beginnen wir wieder mit 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in das Stäbchen. Und so geht das jetzt diese Runde weiter. Wir machen jetzt so weiter, bis wir hier sind. Hier dann wieder insgesamt 5 Stäbchen, eine Luftmasche, 5 Stäbchen. Dann wieder hier die Luftmaschen und die Stäbchen. Bis wir wieder hier sind, wieder 5 Stäbchen, Luftmasche, 5 Stäbchen. Und am Rand sehen wir uns gleich wieder, weil da müssen wir ja dann auch das nächste Blatt beginnen. So, ich schicke mich mal schnell bis rüber und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt schließen wir die Reihe wieder ab. Ich habe meine 3 Luftmaschen gemacht. 1 Stäbchen vorne in das erste Stäbchen. 3 Luftmaschen. 1 Stäbchen in das vorletzte Stäbchen. So. Und
jetzt 4 Stäbchen zwischen das vorletzte und das letzte Stäbchen. Drei, vier. Und schon haben wir die Reihe auch wieder fertig. Wir machen 2 Luftmaschen, drehen das Ganze. Ein Stäbchen in das erste Stäbchen. In jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir das nächste Blatt, was hier anfängt. Hier haben wir unseren Rand. Und hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 von diesen wunderschönen kleinen Karos. So, wir arbeiten uns jetzt 4 Karos nach vorne. Also 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Karo 1. 3 Luftmaschen, Stäbchen in das nächste Stäbchen. Karo 2. 3 Luftmaschen, Stäbchen und damit Karo Nummer 3. 3 Luftmaschen und Stäbchen. Und damit haben wir Karo Nummer 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen. Wirklich jetzt nur 2 Luftmaschen. Wir gehen jetzt in das nächste Stäbchen und häkeln da rein 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und die 5. 2 Luftmaschen. Und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. So, warum jetzt hier nur 2 Luftmaschen? Hier haben wir 3 Luftmaschen, das Stäbchen plus 3 Luftmaschen. Das macht insgesamt 3, 6, 7. Hier haben wir jetzt 2 Luftmaschen plus 5 Stäbchen plus 2 Luftmaschen. Das heißt, hier haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Spiel. Wir haben hier 2 plus 5 macht 7 plus 2. Aber so gehen wir nicht das Risiko ein, dass sich hier irgendwas wählt, deswegen die 2 Maschen mehr. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben nämlich ein ganz kleines bisschen Verlust durch diese Masche, also durch dieses Päckchen. Deswegen hier 2 Luftmaschen. Hier 5 Stäbchen, hier 2 Luftmaschen. Und wie ihr seht, es liegt dann wunderschön. So, jetzt machen wir wieder 3 Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Wir brauchen nämlich jetzt wieder 2 Karos. Und das ist Karo Nummer 1. 3 Luftmaschen, Stäbchen, Karo Nummer 2. Zwei Luftmaschen. In dieses nächste Stäbchen kommen jetzt 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Luftmaschen. Stäbchen in das nächste Stäbchen. Und jetzt wie gewohnt zum Rand, also 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, Stäbchen bis zur Luftmasche. So, wir brauchen jetzt insgesamt 3 Karos. Also machen wir 3 Luftmaschen im nächsten Stäbchen mit einem Stäbchen fest. 3 Luftmaschen,
Stäbchen, Karo Nummer 2. 3 Luftmaschen. Stäbchen, Karo Nummer 3. 1, 2, 3. So, jetzt machen wir 2 Luftmaschen. Machen in das nächste Stäbchen 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. 2. So sieht das jetzt aus. Jetzt haben wir hier unsere 3 Karos. Und hier haben wir den ersten Teil von dem Herz. Das ist die obere Spitze von diesem Flügelchen. Da haben wir ja hier so ein Flügelchen und davon ist das hier oben die erste Spitze. 3 Luftmaschen. Festmachen im nächsten Stäbchen. 3 Luftmaschen, festmachen im nächsten Stäbchen, 2 Luftmaschen, in das nächste Stäbchen kommen 5 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Stäbchen in das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen und Stäbchen. In das erste Stäbchen von unserem großen Blatt. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt haben wir hier unser kleines Blatt. 1, 2, 3 Karos. Hier das erste Stück. 2 Karos. Das zweite Stück. Und 1, 2, 3 Karos. Jetzt häkeln wir uns mit Stäbchen hier an diesem Ring entlang bis zur einen Luftmasche. Wir haben ja hier in der Mitte jetzt eine Luftmasche und da kommen dann gleich 2. Aber jetzt häkeln wir uns erstmal mit Stäbchen hier hoch. So, und 2 Luftmaschen und wieder mit Stäbchen nach unten. So, wieder 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen und damit haben wir hier schon wieder unsere 3 Pakete, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen und festmachen auf dem nächsten Stäbchen mit einem Stäbchen, 3 Luftmaschen. Stäbchen, 2. So, wir sind jetzt hier im Prinzip gerade an dieser Stelle. Wie ihr seht, das häkelt sich wirklich wunderbar einfach. 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 2 Luftmaschen und 5 Stäbchen. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 2 Luftmaschen und Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, jetzt wieder 3, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen und Stäbchen auf das Stäbchen. So sieht es jetzt aus. Tja, und jetzt geht es so weiter. Jetzt häkeln wir uns hier wieder mit Stäbchen nach oben bis zur Luftmasche. Da kommen dann 2 Luftmaschen mit Stäbchen wieder nach unten. Und dann machen wir so in dem Muster weiter. 3 Karos, dann 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen mit Stäbchen festgemacht. 2 Karos, dann wieder 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder festgemacht. Und so geht das jetzt die gesamte Reihe weiter. Und wie ihr seht, wir bauen uns jetzt schon so langsam unser Herz auf. Aber damit das jetzt für euch nicht so langweilig ist, mache ich jetzt das Stückchen schnell. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Na, wir wiederholen jetzt im Prinzip zwischen den einzelnen Blätterabteilungen immer genau das, was wir jetzt hier auch gemacht haben. 3 Karos, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 1 Stäbchen. Karo, Karo, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 1 Stäbchen. Und nochmal 3 Karos. Und dann sind wir wieder an dem runden Blatt. So, ich häkel die Reihe schnell bis rüber und wir sehen uns gleich wieder. So, am Ende wieder angekommen. Ich habe jetzt hier meine 2 Herzoberteile, also hier und hier. Dann meine 3 Karos gemacht. Kommt jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und am Rand dann 2. So, die nächste Reihe beginnen wir mit 2 Luftmaschen. Wir drehen das Ganze. In jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Damit haben wir Karo 1 und wir brauchen jetzt 2 Karos. Das heißt, wir machen jetzt noch eins mit 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Das sind unsere 2 Karos. Jetzt kommen 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen in das nächste Stäbchen. Also 1, 2, 3, 4 und die 5, 2 Luftmaschen. So, jetzt machen wir eine feste Masche und zwar in unser drittes Stäbchen. Wir haben hier unten ja 5 Stäbchen gemacht. So 1, 2, 3. In die Mitte im Prinzip machen wir jetzt eine feste Masche. 2 Luftmaschen. Wir überspringen die Reihe und gehen in das nächste einzelne Stäbchen rein und setzen da rein 5 Stäbchen. So, Stäbchen 1. 2, 3, 4 und die 5.
drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, zwei Luftmaschen, fünf Stäbchen in das nächste Stäbchen, eins, zwei, drei, vier und die fünf, zwei Luftmaschen, eine feste Masche in das dritte Stäbchen, zwei Luftmaschen, fünf Stäbchen in das nächste Stäbchen, eins, zwei, drei, vier und die fünf. So sieht das jetzt aus. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen und Stäbchen ins nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen in das erste Stäbchen von unserem Blatt. Jetzt häkeln wir uns wieder mit Stäbchen an dem Blatt entlang. Setzen drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen und jetzt wieder mit Stäbchen nach unten. Und so weit sind wir jetzt. So sieht das ganze gute Stück bis jetzt aus. Hier können wir so langsam die Bögen der Herzen erkennen. Wenn das dann hängt, ist hier auch dann nichts mehr schräg oder so, sondern dann alles wunderbar gerade. Ja, und so geht jetzt diese Reihe weiter. Wir machen jetzt wieder drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, zwei Luftmaschen, fünf Stäbchen in das nächste Stäbchen, eins, zwei, drei, vier, fünf, eine feste Masche hier in die Mitte. Hier geht es übrigens auch wieder auf. Hier haben wir zwei Luftmaschen gemacht und keine drei. Das heißt, eine Luftmasche gespart. Hier haben wir fünf Stäbchen gemacht. So, hier diese kurze Luftmaschenkette sind wir übergangen. Und hier die paar Stäbchen. So, das sorgt jetzt dafür, dass das Herz hier wunderschön zusammenrutscht. Sprich, wir zwei wunderschöne Flügelchen bekommen, die schön zusammen sind. Und die Gardine dann ordentlich und gerade hängt. Wenn wir jetzt hier dazwischen Luftmaschen gemacht hätten, zwischen dem und dem, wären die zwei Teile ein Stückel auseinander. Und dann hätte es hier eine Chance, so eine leichte Welle zu schlagen. Aber gerade in den Herzen wollen wir das nicht. Da soll das alles wunderbar gerade sein. Hier seht ihr es ja auch, wenn ich es loslasse.
Hier ist eine ganz zarte kleine Welle gewesen, aber das hier liegt Wiener Eins und genau so sollen die Herzen auch sein. Die Wellen können dann zwischen den Herzen entstehen, wenn wir sie aufgehangen haben, aber die Herzen wollen wir gerade haben. So, und die 5. 2 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte von unserer Vorrunde. Moment. So, sieht das schöner. 2 Luftmaschen und 5 Stäbchen in das nächste einsame Stäbchen. Zwei, drei, vier, fünf, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Und damit hätten wir hier auch die erste Rundung fertig. Zwei Luftmaschen, 5 Stäbchen in das nächste Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und die 5, 2 Luftmaschen und eine feste Masche in die Mitte von unserer Vorrunde. Halt, feste Masche. So, 2 Luftmaschen und 5 Stäbchen in das nächste Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Das Ganze jetzt aus. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Und damit haben wir die Ecke zwischen den zwei Blättern auch geschafft. Hier ist das Blatt, hier kommt das nächste Blatt und hier sehen wir schon unsere Bögen von den Herzen. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, mit Stäbchen an die Luftmaschenkette heran, also jetzt noch 4 Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und wieder Stäbchen nach unten. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5. Diesen Einbogen hier machen wir jetzt noch schnell zusammen. 2 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte der Vorreihe. So. 2 Luftmaschen,
5 Stäbchen in das nächste Stäbchen. 2, 3, 4, 5. Und damit haben wir auch diesen Bogen. 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in das Paket der Vorreihe, 2 Luftmaschen und 5 Stäbchen in das nächste einsame Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen und damit ist dieses Herz in dieser Reihe auch beendet. Wir haben hier wieder unseren wunderschönen Bogen. Jetzt geht es wieder weiter. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, Stäbchen bis hier hoch. 3 Luftmaschen, Stäbchen bis hier runter und dann wiederholen wir das Gesamte, bis die Reihe zu Ende ist. Und diese Reihe beenden wir mit 3 Luftmaschen und dann in jedes Stäbchen ein Stäbchen. 2. Luftmaschen für die Höhe. Wir gehen in die nächste Reihe. 4 Stäbchen zwischen das erste und das zweite Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen auf das zweite der Vorreihe. Sieht dann so aus. 3 Luftmaschen und jetzt ein Stäbchen in das letzte Stäbchen von unserem ganzen Paket. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen in das nächste Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen jetzt in die Mitte von dem Paket der Vorreihe, das heißt in das dritte Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen. So, 5 Luftmaschen, 4, 5 und ein Stäbchen in das Paket der Vorreihe. Das heißt, diese feste Masche, die umgehen wir jetzt völlig. Wir überspringen die komplett und gehen hier gleich in das nächste Paket rein und setzen da in die Mitte ein Stäbchen. So sieht das Ganze dann aus.
Also 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen in das nächste Stäbchen, 1, 2, 3, 4. Ja. 5. 2 Luftmaschen, 1 Stäbchen in die Mitte. 5 Luftmaschen, 3, 4, 5. 1 Stäbchen in das nächste Paket, die feste Masche. Die feste Masche umgehen wir hier in das Paket, in die Mitte, 1 Stäbchen. So sieht es jetzt erstmal aus. Wie ihr seht, hier ist der Bogen zum Herz. Hier ist die Mitte vom Herz. Hier ist der andere Bogen. Zwei Luftmaschen und in das nächste einsame Stäbchen 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Luftmaschen, 1 Stäbchen in das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, 1 Stäbchen hier vorne rein, 3 Luftmaschen. Wir überspringen die ganzen Stäbchen und stechen hier vor unserer Luftmaschenkette in das Stäbchen ein und setzen ein Stäbchen rein. Jetzt kommen in diese Dreier Luftmaschenkette kommen jetzt 8 Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in das letzte Stäbchen von dem Paket. So, jetzt gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Hier setzt das nächste Blatt an. Hier sehen wir, wie unser Herz entlang geht. Und hier setzt es das nächste Blatt an. So, hier geht es jetzt so weiter, dass wir jetzt 3 Luftmaschen machen. Stäbchen. 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen. 2 Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte. 5 Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte. 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen. 2 Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte, 5 Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte, 2 Luftmaschen, Stäbchen. 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen. 2 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 8 Stäbchen. Und dann hätten wir das nächste Blatt fertig. So, ich mache das bei mir jetzt mal schnell. Das heißt, über die gesamte Reihe wird das jetzt genauso gehäkelt wie hier. So, diese Reihe beenden wir mit 3 Luftmaschen. Wir stechen in das vorletzte Stäbchen ein und setzen da rein ein Stäbchen. Und jetzt kommt zwischen das vorletzte und das letzte Stäbchen 4 Stäbchen. 2, 3 und die 4. 2 Luftmaschen. Wir drehen das Ganze. In jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen.
drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, so, zwei Luftmaschen. So, jetzt haben wir hier unseren Fünfer der Vorrunde. Wir stechen jetzt in die Mitte von dem Fünfer ein, also sprich ins dritte Stäbchen und häkeln in das fünf Stäbchen. 2, 3, 4, 5. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Zwei Luftmaschen. Wir umhäkeln jetzt die 5er Luftmaschenkette mit einer festen Masche. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Jetzt machen wir 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 und ein Stäbchen in die Mitte von unserem 5er-Pack der Vorrunde. So sieht das Ganze bis jetzt aus. So, 5 Luftmaschen. 3, 3, 4, 5. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Wir umhäkeln die Luftmaschenkette der Vorrunde. Zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. So. Jetzt haben wir hier eine Schleife und hier eine Schleife. So, jetzt wieder 2 Luftmaschen und 5 Stäbchen in die Mitte von dem 5er-Paket. 1, 2, 3, 4. 5, 2 Luftmaschen und das Ganze mit einem Stäbchen in das nächste Stäbchen befestigt. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, ein Stäbchen hier in das Paket, in das erste Stäbchen. Jetzt 4 weitere Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Eine Luftmasche und mit Stäbchen wieder zurück. Und fertig haben wir das erste Viertel. So kann man es schön sehen. Hier geht das Herz lang. Hier füllen wir es langsam aus. So, und so geht das jetzt die Reihe weiter. Das heißt, im nächsten Viertel. Lass mal hinlegen. 3 Luftmaschen, Stäbchen. 3 Luftmaschen, Stäbchen. 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen in die Mitte, 2 Luftmaschen, umhäkeln mit einer festen Masche, 2 Luftmaschen, Stäbchen, 5 Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte, 5 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, umhäkeln, 2 Luftmaschen, Stäbchen,
zwei Luftmaschen, fünf Stäbchen in die Mitte, zwei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, Stäbchen hier hoch vier Stück, eine Luftmasche, insgesamt fünf Stäbchen runter und dann geht das von vorne los. So, ich mache das jetzt schnell und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. So, meine Lieben, diese Reihe schließen wir jetzt ab, indem wir jetzt drei Luftmaschen machen. Eins, zwei, drei. Ihr seht, ich habe mein Herz hier fertig gemacht, habe hier schon zwei Karos. Und jetzt steche ich in das erste Stäbchen ein und häkel darauf ein Stäbchen und habe damit mein drittes Karo. So. Jetzt kommt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und am Rand wie immer zwei. Eins. Na, komm her. Zwei. So. Hier geht das nächste Herz. Hier wieder die Blätter, hier das Herz, Blätter, Herz, Blätter, Herz und Blätter. So, da mein Creme jetzt nicht mehr für die nächste Reihe reicht, beenden wir hier mit Teil 3. Und wir sehen uns gleich wieder in Teil 4. Wir fahren jetzt einfach großzügig ab. Und in Teil 4 geht es dann mit dem Grün weiter. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen bis hierhin. Ihr seid soweit gut mitgekommen. Wenn Fragen sind, bitte unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Ansehen und wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder.